Ja, hallo, herzlich willkommen bei HIZ im Video auf heinzschmitz.org. Man könnte das heutige Video nennen, keine Angst vor Linux oder Linux vor Windows-User oder sowas. Und zwar möchte ich Ihnen mal zeigen, verschiedene Ausprägungen dieses Open Source, also dieses kostenfreien Betriebssystems. Viele sind ja wie ich mit Windows groß geworden, also erst DOS und dann Windows groß geworden. Und bei vielen findet man immer noch die Abneigung gegen dieses geheimnisvolle Linux, das ja so kompliziert ist. Aber die schon mal damit ein bisschen gearbeitet haben, wissen, das ist ja gar nicht so. Man muss sich vielleicht bloß ein bisschen drauf einlassen. Und wenn wir uns das gleich mal ansehen, sehen Sie auch Versionen von Linux, die Windows mittlerweile sehr, sehr ähnlich sind und auch einige Windows-Programme laufen da drauf. Das Ganze ist im Prinzip eine Architekturfrage. Ich zeige Ihnen hier mal ein Bild, falls ich die Maus finde. Und zwar so sieht ganz allgemein ein Betriebssystem aus. Man hat also oben die Applikationen, man hat hier dieses Programmierungsinterface, hier ist das eigentliche Betriebssystem, das Sie nie sehen. Sie sehen immer das Graphical User Interface, egal ob Sie jetzt noch bei Apple gucken, bei Linux gucken, bei Windows gucken. Darunter liegen dann die Treiber und Chipsatzkontrolle und so weiter und so weiter. Soweit die Theorie. Aber das hier, dieses Graphical User Interface, das ist das, worauf es eigentlich ankommt, denn das ist das, mit dem wir normalerweise handeln. Was habe ich jetzt gemacht, um Ihnen mal verschiedene Versionen und verschiedene Lösungsmöglichkeiten zu zeigen? Ich habe bei mir auf dem Rechner VirtualBox installiert. VirtualBox von Oracle mittlerweile. Es kommt an sich eigentlich aus Deutschland, von Innotek damals entwickelt, über Sun dann bei Oracle gelandet. Da habe ich mal drei Versionen installiert, also ein Ubuntu Mate, ein Zorin und ein SUSE 42.3. Die drei wollen wir uns jetzt mal ansehen, und zwar im Kontext zu Windows. Wer an sich am nächsten an der ursprünglichen Windows-Version dran ist, ist das SUSE Linux. Das ist der Standardbildschirm, wenn man es installiert. Es dauert nur eine Viertelstunde oder Dreiviertelstunde. Na, eine Viertelstunde, bis man es installiert hat, dann ist fertig. Und wie gesagt, ich habe es hier auf der virtuellen Maschine, auf virtuellen Maschinen laufen, damit ich auf meinem Windows-Rechner Ihnen die Linux-Sachen zeigen kann. Also, so sieht der Startbildschirm aus. Die schon mal Linux gemacht haben, werden mich jetzt wieder auslachen. Hier sind die Standardprogramme, die sofort installiert sind. Und was ich dazu installiert habe, ist ein Programm auch aus der Linux-Gemeinde, das heißt Wine. Das ist ein Windows-Emulator, mit dem man Windows-Programme unter Linux laufen lassen kann. Man sieht hier auch bei dem System hier Winfile, Help Browser, und hier gibt es sogar, ich zeige Ihnen das mal, einen Regedit. Das heißt also den Registry-Editor, den unter Windows, auch den hat man hier plötzlich unter Linux zur Verfügung. Ich meine, dass das Bild jetzt hier anders aussieht, ist klar, das kann man einfach ummachen. Was ich dann auch gemacht habe, hier jetzt zum Beispiel, ich habe mal ein Programm, ein Windows-Programm, ein fast Update, aktuelles Windows-Programm installiert, und zwar dieses Black and White Projects. Da haben wir schon mal ein Video drüber gemacht. Das ist natürlich Testversion. Das ist jetzt ein Programm, das wird normalerweise nur unter Windows geliefert. Über den Emulator wird es jetzt hier in dieses SUSE Linux eingeladen. Ich kann den auch eine Datei öffnen. Mal schauen, ob ich irgendwas habe hier. Das ist einfach ein Bild einer Blume in Schwarz-Weiß gemacht. Hier oben sieht man, dass es richtig normal farbig ist. Und man kann auch die anderen Funktionen, die diese Black and White Projects hat, kann man ganz normal unter Linux suchen, was normalerweise ja unter Windows ist. Ich kann hier zum Beispiel den Farbton wiederherstellen und die Blüte malen. Die ist normalerweise in einem Rot-Rosa. Ich male mal hier so ein bisschen aus. Und wenn ich alles richtig gemacht habe, müsste die Blüte jetzt wieder in diesem Rosa erscheinen. Ich kann das schließen, dann sieht man es im Bild und hat dann alle Funktionen, die auch das Programm zur Verfügung hat, unter Windows zur Verfügung hat, auch hier unter Linux zur Verfügung. Das ist das, was an sich am nächsten noch an Linux dran ist. Ich meine, die Zeiten, wo man mit Kommandozeile gemacht hat, die sind an sich vorbei. Hier, das hier ist der KDE-Benutzeroberfläche. Dann gibt es noch die GNOME-Benutzeroberfläche. Oder man nimmt eine andere Distribution. Man nimmt zum Beispiel eine Ubuntu-Distribution.
Ich habe jetzt hier mal als Beispiel Ubuntu Mate genommen, weil Ubuntu Mate ist auch von der Bedienung, vom Bedienungskonzept her Windows viel ähnlicher als SUSE. Man hat auch hier unten das Startmenü, das fast so aussieht wie Windows. Auch hier habe ich jetzt wieder Wine installiert. Also die anderen Programme hat man sowieso. Also OpenOffice bzw. LibreOffice hat es. Man hat seinen Firefox, man hat seinen GIMP, man hat seine Audio-Audacity-Bearbeitung. Alles das, was es sowieso im Open-Source-Bereich gibt, gibt es natürlich auch. Ich habe auch eine ganze Zeit lang überlegt, welches Windows-Programm ich hier installieren soll. Ich habe jetzt hier auch, müssen wir schauen, unter Black and White Projects gesehen, das ist auf einem Laufwerk, in dem Falle sogar auf einem gelinkten Laufwerk, das eine Spezialität von VirtualBox ist, also das läuft normalerweise auf der DOS-Seite, auf der Windows-Seite, aber ist egal. Ich habe hier mein Setup, Sie sehen eine ganz normale Setup-Exe. Ich habe das jetzt zweimal gedrückt, das war jetzt wieder dumm. Der müsste normalerweise jetzt aber kommen. Okay. Und Sie sehen hier, er fängt jetzt an, ganz normal unter Windows zu installieren. Was ich hier zu viel gedrückt habe, können wir wegmachen. Sagen einfach weiter. Also das sieht genauso aus, wie die als wenn man dieses Black and White Project unter Windows installieren würde. Das dauert jetzt einen kleinen Moment. Ich will ein Desktop-Icon haben und habe dann gleich dieses Windows-Programm zur Verfügung. Eins muss man dazu sagen. Der Wine emuliert nicht alle Programme. Standardprogramme laufen fast alle, wenn es zu sehr direkt auf die Grafikkarte geht, auch wenn besondere Windows 8 Treiber oder Windows 10 Treiber benutzt werden, geht es nicht. Man kann sagen, im Prinzip, was unter XP läuft, läuft auch unter Wine. So, kann man sagen, Fertigstellung. Und Sie sehen hier, natürlich haben wir jetzt keine Seriennummer, wir machen einfach die Testversion. Es startet wieder Black and White Projects, das normalerweise nur unter Windows verfügbar ist. Das dauert jetzt wieder einen kleinen Moment. Die Leistung der Maschine ist jetzt hier nicht die beste, weil drei virtuelle Maschinen parallel auf einer auf normalen Rechner laufen. Auch hier kann ich jetzt wieder Bild einladen. Wir müssen mal schauen. Das hatte ich unter Daten, Bilder. Nehmen wir das gleiche wie soeben. Da wird jetzt wieder dieses Allgäu-Bild kommen. Wir können wieder jetzt hier ein bisschen bunt malen. Sie sehen, dass ich arbeite genauso mit dem Programm, als wenn ich das unter Windows installiert hätte. Farben wieder herstellen. Ich brauche meinen Pinsel dafür. Ich mache mal die Blume wieder rosa. So. Und die eventuell auch. Da habe ich einen ganz kleinen Unterschied. So. Und sage, das ist jetzt alles, was ich wollte. Ich hatte hier, glaube ich, noch irgendeinen anderen Filter eingesetzt, sowas. So, und habe schon wieder das Bild manipuliert. Wie gesagt, ein Windows-Programm unter Linux. Die Ubuntu-Oberfläche hat den meisten Support an sich im Netz. Das haben die Canonical-Leute sehr, sehr gut gemacht. Deswegen ist das, wenn man sich denn tiefer in Unix, in Linux wieder reinarbeiten möchte, ist es ein sehr schöner Startpunkt dafür. Ubuntu Mate. Alle Versionen sind, wie gesagt, Open Source und kostenfrei erhältlich. Dann habe ich noch eine. Als ich dieses erste Mal sagte, hups, das ist ja wirklich wie Windows. Bildoberfläche sieht fast so aus. Wir haben hier auf dem Bildschirm auch unsere Icons, die wir ablegen können. Und es laufen hier natürlich neben den Standardapplikationen, das hier ist das Startmenü, das ja doch dem XP ziemlich ähnlich sieht. Ups, wenn man jetzt hier also guckt, wo waren wir denn hier, die Office-Programme, Büro, also hier sind auch wieder die LibreOffice drin, man hat wieder seinen Firefox, man hat alles das, was man hat. Und man kann natürlich auch hier eben mal ein Windows-Programm installieren. Wir machen es mal. Wir haben jetzt gute Erfahrungen gemacht mit den Black and White Projects. Ich kopiere das einfach nochmal. Sie sehen sogar hier in der Version werden die Windows-Icons normal angezeigt. Und da ist das Programm. Komm. Und das wird jetzt genauso installiert wie das andere auch. Sie sehen, das ist der normale Dialog. Ich befinde mich also im Prinzip vom Gefühl her in einer Windows-Umgebung.
Dauert jetzt wieder einen Moment. Warum macht man das? Wenn Sie einen älteren Rechner haben und haben keine Windows-Lizenzen mehr oder die Performance Ihres älteren Rechners ist nicht mehr so gut, dann installieren Sie doch einfach ein Linux-Paket darauf. Es hat in der Regel eine bessere Performance, als wenn Sie Windows-Pakete nehmen. Oh, so. Die Fehlermeldung kommt ja immer, weil er noch versucht, die Plugins für Lightroom, Photoshop und sowas zu installieren, was hier natürlich jetzt nicht drauf ist. Ich habe hier ansonsten nur Open-Source-Programme drauf. So, was jetzt kommt, wissen Sie schon, wieder ein Bild einladen. Ich muss mal schauen, das ist in einem Home Heinz Bilder, da habe ich die untergebracht und sehe jetzt hier erstmal gar nichts. Ups. Nö, wir kriegen jetzt hier im Moment keine Bilder rein. Ich habe da wahrscheinlich irgendetwas falsch gemacht. Aber ansonsten läuft das, vielleicht kann man die direkt rüberziehen. Das könnte man ja mal probieren. Und zwar, wenn ich jetzt hier auf Daten gehe, Bilder, hier sind sie, dann ziehe ich den rüber und sehe, das geht also auch Drag and Drop, habe ich in dem Fall hier für freigegeben für die virtuelle Maschine, geht auch hier. Wir könnten auch hier jetzt wieder sagen, ich möchte was Besonderes machen. Nochmal zu zeichnen brauche ich ja nicht. Wir können einfach mal hier eine Bildtönung machen oder wollen wir die FX-Sachen. Ich kann das Bild weich zeichnen. Genau wie unter Windows. Und wie ich sagte, man kann sowas empfehlen, wenn Sie vor allen Dingen eine ältere Maschine haben, die nicht mehr genug Performance hat und die Sie einfach weiter benutzen wollen. Oder Sie haben die Lizenz auf eine Windows-Lizenz auf einen anderen Rechner übertragen. Also, man braucht, um einen älteren Rechner leben zu lassen, nicht unbedingt ein neues Windows sich anzuschaffen, sondern man nimmt einfach ein Linux. Wir haben jetzt hier genommen das Surin Linux, das Ubuntu Mate und das SUSE 42.3. Was einem am besten gefällt, kann man nehmen. Am nächsten an Windows dran ist an sich hier das Surin Windows. Die gibt es alle gratis im Netz zu laden. Man kriegt die Installations-ISO-Datei in der Regel. Die spannt man auf eine CD oder DVD, installiert dann einfach neu. Oder hier in der VirtualBox kann man die als Image einbinden und kann sich dann damit einen neuen Rechner aufsetzen. Also ein paar ganz kleine Empfehlungen. Wie kann ich aus meinem Alten oder wie kann ich mich näher an Linux ranbewegen? Denn das, was Linux alles kann, diese ganzen Terminalprogramme und sowas, die liegen ja auch noch dahinter. Da kann man sich leichter reinarbeiten. Und die Hemmschwelle, wenn man auf eine komplett neue Benutzeroberfläche trifft, die wird einem hier gerade bei Surin fast ganz genommen. Das war das, was ich Ihnen heute erzählen wollte. Schönen Dank, dass Sie dabei waren. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag und auf Wiedersehen bald hier auf HansSchmitz.org.